Hi. Im letzten Video habe ich das Mercator-Messer vorgestellt. In dem vorletzten Video das Mercator-Messer vorgestellt. Und aufgrund des Mercator-Messers kam ich irgendwann mal auf das Duk-Duk-Messer. Das Duk-Duk-Messer ist aus Thiers. Thiers schreibt sich T-H-I-E-R-S. Und da kommen meistens die Laguiole-Messer her. Laguiole. Ja, genau. Dieses Duk-Duk-Messer hat die gleiche, das fast gleiche Klingen, das gleiche Heft, den Griff praktisch. Der ist in einer U-Form gestanzt, gedrückt. Nur bei dem hier haben wir, bei dem Kaiser Wilhelm Messer oder Mercator Messer haben wir hier einen Backlock-Folder. Und das hier ist ein reiner Slip-Joint. In der Klinge drin, also in die Klinge ist eingraviert durch, wie sagt man, eingeätzt Duk-Duk mit etlichen Verzierungen. Im Heft selber haben wir eine Prägung von dem Duk-Duk selber. Der Duk-Duk ist ein Schamane. Hier drunter steht unter dem Duk-Duk, Duk-Duk, Modell Deposé. Wie gesagt, Slip Joint. Das heißt, keine sonstigen Möglichkeiten, das Messer zu sichern. Das Messer wurde hergestellt für den afrikanischen Sektor in Thiers. Als günstiges Arbeitsmesser wurde dort von den Einheimischen gerne entgegengenommen, die natürlich gegen die französischen Besatzer gekämpft haben. Dort hat man dann hier unter diesem Pin mit einem Hammer oder einem irgendwie sowas angesetzt, dann mit dem Hammer draufgehauen, sodass diese Klinge nicht mehr verrutschen konnte und aus diesem Messer ein Fixed wurde. Und diese Klinge, die ist allein aufgrund ihrer Struktur, das muss ich jetzt mal zeigen. Am oberen, wo die Klinge selbst beginnt, ist das Messer 0,9 mm dick. Dort, wo die letzte Wölbung ist, 0,09. Und wiegen tut das Messer 68 Gramm. Also man hat hier mittels eines Hammers das Messer dazu gebracht, ein Fix zu werden. Und dadurch, dass das Messer eben so scharf ist, oder so scharf gemacht werden kann, ich nehme mal hier das Mora Classic 2 dazu, sind gleich groß. Die Klinge ist auch fast die gleiche. Hat man den französischen Besatzern damit, mit diesem Messer, wenn man die zu fassen bekam, die Nasen abgeschnitten und hat die Besatzer nach Hause geschickt, ohne Nase. Womit die Besetzten den Franzosen zeigen wollten, dass sie ihre Nase nicht in andere Leute Angelegenheiten stecken sollten. Trotzdem hat das Messer einen guten Ruf als Arbeitsmesser. Es ist ein echtes Arbeitstier. Als Festbarmesser. Und das zeigt es ja schon allein dadurch, dass es eben so scharf ist. Ich nehme hier mal einen Simit. Und Simit ist eins meiner Lieblingsnahrungsmittel. Das ist ein türkischer Ring. Mal gucken, wie schön gerade der das abgesäbelt hat. Und dazu nehme ich eine Kabanossi. Filme zu drehen ist immer ein gutes Alibi zu essen.
wie schön er es trennt, statt Fleisch oder Brot. Also das Duc-Duc ist eine ein Teil französischer Geschichte, wird heute noch hergestellt, in unveränderter Form. Für mich ist das ein Klassiker. Gleich voll wertvoll wie ein Layol, ein Opinel. Günstig zu haben, zuverlässig, einfach zu pflegen. Gehört in die Preisklasse von den ersten Modellen von Mora. Und als Klassiker in die gleiche Klassikerreihe wie das Mercator-Messer. So preislich liegt das Duc-Duc etwa um die 15 bis 20 Euro, je nachdem, wo man es bestellt, wo man es kauft. Ich würde es einem Messer-Fan, der auf Nostalgie ausgerichtet ist, sofort empfehlen. So, und das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare, neue Subscriber werden gerne gesehen. Tschüss, bis dann.